so aus, als ob wir unser Ziel erreicht hätten. Zeit für etwas Action. Okay, Gentlemen, ich möchte die Stationsmeldung. Klar bei den Waffen. Schätze, wir haben rund 200 Megatonnen bereit für jede verdammte Fliege in diesem System. Klingt gut, Jack. Sorry, dass ich noch keine gefunden habe. Die Scanner da draußen zeigen nur ein leeres Vakuum. Vielleicht sind die bösen Jungs gerade mal ausgeflogen. Hangar ist sauber, Deck ist gebonert, Rettungsboote sind in den Röhren, Air Condition rauscht. Hallo, Commander. Sonderagent O'Shaughnessy. Was kann ich denn für Sie tun? Also, ich habe da ein Problem. Ich langweile mich zu Tode in diesem fliegenden Schrotthaufen. Wie wär's denn mit einem interessanten Job zur Abwechslung? Haben Sie da schon etwas Bestimmtes im Auge? Jemand müsste einen Erkundungsflug durchführen. Doch, klingt ausgezeichnet. Ich werde Mike bitten, das Shuttle vorzubereiten. Ich glaube, ich muss mich dafür gleich persönlich bedanken. Darauf bin ich aber gespannt. Hallo, Ronald. Sieht so aus, als ob wir nah am Ziel sind. Hallo, Terry. Scheinbar zu nah. Manchmal ist Nähe noch nicht genug. Sorry, dass ich eure intensiven anatomischen Studien unterbreche. Aber ihr solltet wissen, dass euer Kurs in Selbstverteidigung live übertragen wird. Übrigens, Spaceflight 1 ist zum Ausflug bereit. Ende des Unterrichts. Tja, sorry, Ronald, aber die Pflicht ruft. Terry, bist du sicher, dass du da raus willst? Vielleicht sind wir nach all den Jahren hier nicht willkommen. Keine Sorge, DJ. Ich bin ein großes Mädchen und kann auf mich selbst aufpassen, okay? Bye. Kontrollraum. Harry, was gibt's? Ich habe eine Art von Schatten auf dem 5D-Langstreckenscanner. Kann ich das Bild auf meinem Schirm haben? Nein. Hast du die Daten gespeichert? Nein, das Signal ist bereits verschwunden. Und in dem Moment bist du wieder aufgewacht. Hey, komm schon, Ronald. Du weißt genau, von was ich träume, wenn ich beim Dienst einschlafe. All dieses Zeug über die gut gebauten, braunen Schönheiten. Ich kann sie sehen, wie sie mich über den weißen Strand einer tropischen Insel jagen. Stopp, Harry. Erzähl das dem Empfangskomitee. Ich rechne mit dir bei der Überwachung von Terrys Flug. Sie ist bald im Ortungsbereich von Red Eye 6. Okay. Ich werde auf das System achten wie auf meine eigene Brieftasche. Ich möchte, dass du Terry von meinen Halluzinationen erzählst. Nur für den Fall, dass... Wenn du glaubst, dass sie bei deinen karibischen Fantasien mitmacht... Ich rede nicht von tropischen Inseln. Ich meine das hyperenergetische Signal, das ich empfangen habe. Retaliator 01 an Spaceflight 1, bitte kommen. Spaceflight 1 an Kontrollraum, ich verstehe laut und klar. Was gibt's? Terry, die Scanner haben ein unbekanntes Signal eingefangen. Sieht ganz nach ungebetenen Gästen aus. Pass bitte auf dich auf. Danke für die Information, Ronald. Mike, sieh zu, dass du mich aus der Startröhre kriegst, bevor der Boss seine Meinung über den Ausflug ändert. Spaceflight 1 fertig zum Start. Ciao, Jungs, ich sehe euch später. Spaceflight 1 an Retaliator 01. Hört ihr mich? Retaliator 01 an Spaceflight 1. Der Empfang ist laut und klar. Terry, was ist los? Ronald, ich empfange thermische Signale von der Planetenoberfläche. Die Computeranalyse gibt mit 89% Wahrscheinlichkeit chemische Explosionen als Ursache an. Dazu kommt, dass der UKW-Empfänger kodierte Signale registriert. Ich schätze, dass da unten noch Menschen am Leben sind. Ich gehe runter und sehe nach. Sei kein Narr, Terry. Lass uns das System noch einmal checken. Was willst du allein auf dem Planeten? Terry, ich befehle dir den Rückflug, sofort! Negativ! Ich kann mich nicht umdrehen und weggehen wie ein Tourist nach einem Tagesausflug. Ich habe besondere Befehle vom Hauptquartier zur Klärung der Situation auf Red Eye 6. Dazu muss ich die Distanz um weitere 30% verkürzen. Spaceflight 1, Ende und aus. Verdammt!
Ich bin mehrfach getroffen worden. Ich muss notlanden auf Red Eye 6. Das sind deine beschissenen Aliens. Zwei Antriebsmotoren sind defekt, der dritte gibt auch den Geist auf. Basis an Space Flight 1, bitte kommen. Terry, kannst du mich hören? Kannst du mich hören? Wie kommt sie aus dieser Hölle wieder raus? Hey, Mann. Ich glaube, wir haben die Fliegen gefunden, die Jack vermisst hat. An die gesamte Mannschaft. Hier spricht Major Torrance. Der Kontakt mit dem Shuttle wurde unterbrochen. Die Scanner zeigen Energieausbrüche nahe der letzten Position von Sonderagent O'Shaughnessy. Die Situation verlangt Alarmstufe A im Einsatz. Dies bedeutet Kampfaufklärung unter extremen Bedingungen. Mit feindlichem Feuer muss gerechnet werden. Achtung, Kommandoplattform 01 mit Energiematerialisatoren startet in 10 Minuten ab. Jetzt an alle Offiziere, ihr habt 30 Sekunden, um in die Zentrale zu gelangen. Und 5 davon sind bereits vorbei. Ende. Kameraden, bevor unsere Mission beginnt, stelle ich euch jetzt unseren neuen strategischen Koordinator vor. Dürfte ich erfahren, was das jetzt soll? Ein verdammter Neuling. Scheiße, der Typ wird die Sache versauen. Da unten ist kein Spielplatz. Wenn einer den Mut hat, ein Marine zu sein, kann er auch Aliens in den Arsch treten. Übrigens, haben Aliens eigentlich Ärsche? Seid ihr fertig? Gut, wir haben einen Job zu erledigen, also tun wir's. Wir kämpfen wie ein Mann und wir sterben wie ein Mann. Niemand bleibt zurück, weder tot noch lebendig. Einer für alle und alle für einen. Für einen Space Marine gibt es nur zwei Möglichkeiten. Sieg oder Tod. Irgendwie einfach, oder?
Spieler blau.